erster Hellner. Oh, oh, oh. Türkischer Fußball und die Super League. Die Spannung wächst. Ja, 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 ja. Analysieren, diskutieren. Jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Ein Match gegen Besiktas ist mein Rucksack im Fokus von Bayer Leverkusen. Am 34. Spieltag der türkischen Liga kam es zum spannenden Stadtderby zwischen Fenerbahce und Besiktas, das Fenerbahce mit einem knappen 2-1-Sieg für sich entschied. Das Spiel, das im Çıkkısaraçoğlu-Stadion stattfand, bot nicht nur spannenden Fußball, sondern auch einige interessante Entwicklungen abseits des Rasens. Ein besonderes Augenmerk hat İsmail Yüksek, dem Mittelfeldspieler von Fenerbahçe, der leider in der 19. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Rade Krunic ins Spiel. Die frühe Auswechslung war besonders bedauerlich, da Yüksek nicht nur eine Schlüsselrolle im Spiel spielte, sondern auch von internationalen Spitzenclubs beobachtet wurde. Unter den Beobachtern war auch eine Delegation von Bayer Leverkusen, angeführt von Devin Özek, dem Assistenten von Sportdirektor Simon Holzes. Özek war eigens angereist, um Yüksek während des Derbys zu beobachten. Ein Zeichen dafür, dass Leverkusen ernsthaft an einer Verpflichtung des talentierten Spielers interessiert ist. Fenerbahçe-Trainer İsmail Kartal äußerte sich nach dem Spiel besorgt über die Verletzung seines Spielers. Wir sind alle sehr traurig über die Verletzung von İsmail Yüksek. Der genaue Zustand seiner Verletzung wird sich nach der morgigen MRT-Untersuchung zeigen, sagte Kartal in einem Interview mit dem überfragenden Sender. Die Sorge um Yükseks Gesundheit war spürbar, denn seine Form und sein Potenzial machen ihn zum begehrten Spieler auf dem internationalen Markt. Neben Bayer Leverkusen zeigten auch andere europäische Vereine Interesse an Yüksek. Scouts von Olympique Marseille, Lazio Rom und dem FC Valencia waren ebenfalls anwesend, um Yükseks Leistung zu begutachten. Lyon, ein weiterer Verein, der bereits ein konkretes Angebot für Yüksek abgegeben hatte, setzte seine Beobachtungen fort. Dieses breite internationale Interesse unterstreicht Yükseks Stellenwert im europäischen Fußball und seine beeindruckenden Leistungen in der türkischen Liga. Der Mittelfeldspieler hat sich dank seiner technischen Fähigkeiten, seiner Spielintelligenz und seiner Vielseitigkeit auf dem Platz als Schlüsselspieler bei Fenerbahçe etabliert. Das Interesse von Vereinen wie Bayer Leverkusen zeugt von der Qualität und dem Potenzial Yükseks auch auf internationaler Ebene. Während Fenerbahçe den Derby-Sieg feiern konnte, bleibt die weitere Entwicklung von İsmail Yükseks Karriere mit Spannung abzuwarten. Ob seine Zukunft in der türkischen Super League bleibt oder ihn seinen Weg ins Ausland führt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass seine Verletzung nicht schwerwiegend ist und er seine Karriere bei Fenerbahçe oder Freiburg auf internationaler Bühne fortsetzen kann. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.